gemeinsam Lösungen finden und dass nicht jeder allein entscheidet, dass wir Kinder auch mitentscheiden dürfen. Ja, genau. Ich habe uns no Rio Lessa, ao qual nos inclui proteger, preservar, incutir nos mais novos, responsabilidade de tratar o nosso troço. Com vista a que as mentalidades das populações locais compreendam o impacto de pequenas ações no nosso rio. Assim, além de momentos de fraternização com a natureza, este projeto faz uma ponte entre o dever da ação cívica e o conteúdo escolar. Da minha participação, o que mais gostei foi do contacto com a natureza e a possibilidade de agir em prol de uma causa tão digna como o rio Lessa é. Uns sind die Kinder die Protagonisten, die genau das erleben müssen. Die müssen sehen, ich habe hier eine Umwelt, mir gefällt hier etwas nicht. Wie kann ich das verändern? Seit 2013 sind wir dabei, die Zukunftswerkstatt Kinderkonzeption der Stadt Stuttgart mitzuschreiben und mit zu beeinflussen. Und es gibt immer einen Forscherkurs, der bei den Mitmischgruppen, was ein sehr schöner Name ist, einfach mitzumischen und da die Vorschläge der Kinder einzubringen. Wir haben, die Kinder schreiben dann eben immer mit, was ist positiv, was ist nicht so gut in der Klasse, aber auch in der Schule. Ganz wichtig ist, es sind eben auch die Wünsche der Kinder. Und so haben wir zum Beispiel den Basketballplatz, das war ein Wunsch der Kinder. Oder die Gemüsebeete vor dem Haus, die Kinder wollten selber das Gemüse anbauen. Wenn man das selber, man muss halt für ein Thema wirklich brennen und man muss das, die Kinder spüren das, ob ich das ernst meine, ob das jetzt ich bin oder ob ich nur etwas ihnen da vorschlage. Und wenn ich dann diesen Funken, den ich dann an die Kinder weitergeben kann, wenn das in ein Feuer gerät und alle dafür brennen, ich denke mir, das ist dann wirklich eine Schule der Zukunft, eine Schule für Nachhaltigkeit und für Umweltschutz.